Hallo ihr Lieben! Draußen in der Natur gibt es immer noch so viele Kastanien. Darf ich vorstellen? Das ist Hugo und den möchte ich jetzt mit euch basteln. Wir suchen uns eine schöne runde Kastanie aus mit schönem hellen Flecken, auf den wir dann das Gesicht zeichnen. Dann brauchen wir eine Rouladennadel. Mit dieser stechen wir den Hals vor. Hier sieht man es schon. Das lasst bitte eure Eltern machen. Dann nehmen wir eine weitere Kastanie und durchbohren sie. Mit halbierten Zahnstochern kann man nun die Teile miteinander verbinden. Dann durchbohren wir eine weitere Kastanie und verbinden diese ebenso mit dem Körper. Dann bohren wir uns die Löcher vor für die Arme. Für die Füße braucht man ziemlich flache Kastanien, damit diese einen guten Stand haben. In der Mitte der Füße bohren wir die Löcher vor. Und unten am Körper müssen wir auch zwei Löcher bohren, die ein bisschen schräg in die Mitte zulaufen. Und damit ist unser Hugo schon fertig. Aber jetzt bekommt er auch noch eine Mütze. Schick siehst du aus, Hugo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis bald, eure Jule.